Da sind wir wieder, sind gerade von der Haltestelle los, an der nächsten Ampel. Und jetzt geht's weiter bis zum Schloss Horst, durch die Stadt von Gladbeck. Nächste Haltestelle, Gladbeck, Marktplatz. Wir sind nach wie vor unterwegs auf Gladbeck Version 5. Mit dem Hamburger GN1 aus dem 3-Generations-Add-on. Oh, wir haben sogar Verfrühung. Wir hätten also in Oberhof ein bisschen länger stehen dürfen. Machen wir dann an der nächsten Haltestelle wieder wett. Stehen wir hoffentlich nicht so im Weg rum. Also die meisten Linien hier in Gladbeck fährt man am besten in einem Solowagen. Das ist teilweise extrem eng und die Kurven, dass du entweder den kompletten Gegenverkehr rein musst oder aber teilweise zwangsweise den Bürgersteig abrasierst. Zumindest meine Erfahrung. Und mit einem Solowagen ist es dann doch ein wenig entspannter. Ja, müssen wir vielleicht doch nicht an der nächsten Haltestelle stundenlang warten bei den Ampelphasen hier. Hallo. Hallo. So, doch, wir warten. Gut besucht der Bus. Ich wusste gar nicht, dass es hier auch einen Jungfernstieg gibt. Muss wohl ein Leihwagen sein. Jo, was haben wir denn hier am Marktplatz? Schönes Digitalanzeige, wenn wir abzufahren haben. Werbung. Jetzt kommen wir mal ein bisschen raus. Also das ist schon wesentlich besser gemacht als die Ecke, wo wir vorher gewesen sind. Sieht man eh nicht. Das, was man sieht, ist gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell wieder in Plan kommen. Ja, die Hintour, das waren irgendwie dann 5 Minuten oder so, die ich am Ende zu spät gekommen bin. Die hätte ich dann mit dem GN2 gemacht. Wie gesagt, ich hatte ja gehofft, dass hier die automatischen Ansagen funktionieren, tun sie aber leider nicht. Und dann muss ich jedes Mal aufs Knöpfchen drücken und jedes Mal, wenn ich auf das kleine Knöpfchen drücke, in diesem Fall nach oben, bin ich natürlich von der Fahrt abgelenkt, beziehungsweise jedes Mal, wenn ich am Lenkrad ruckle durch die Fahrerbewegung, ruckelt dann die Maus auch. Hier gibt es keine Anforderungen, okay. Na, wir müssen gerade rüber. Jeder Station. Wahrscheinlich muss man die Tour auch ein paar Mal gefahren haben, bis man raus hat, wo man durchfahren darf und wo nicht.
wäre natürlich dann auch eine Schriftart, die etwas prägnanter wäre, oder das Platzieren, dass man, wenn man nicht gegen den Himmel guckt, dass man das Gelbe kaum lesen kann. Hier sind wir richtig. Hallo. 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 Tag. Einen Einzelfahrschein, bitte. Bitte schön. Eine Fahrkarte, bitte. Nächste Haltestelle, Bellumstraße. Wollen wir mal Helmut einen Besuch abstatten, wenn er schon seinen eigenen Straßennamen hat? Und will jemand aufsteigen. Muss man übrigens auch aufpassen, sind diverse Straßen dabei, die rechts vor links sind. Das ist Helmut. Verkehrsregeln so aus, als ob ich Vorfahrt hätte. Entweder fehlen da die Zeichen oder ich hätte einfach Glück. Einen normalen Fahrschein, bitte. Bitte schön. Hier wächst schon Gras auf der Straße, scheint nicht viel los zu sein. Nächste Haltestelle, Münsterländer Straße. Alle Linien nach Gelsenkirchen, nur einmal quer rüber. Ich habe Vorfahrt.
Jetzt kommt die Baustelle, da wird es gleich wieder richtig eng. Nächste Haltestelle, Hunsrückstraße. Hunsrückstraße sind schon da. Okay. 1, 2, 3, 4 Haltestellen noch, dann sind wir im Schloss Horst. Dann beenden wir den Teil 2. Wenn wir hier heil durchkommen. Großen Kreuzung aus und vierspurige Straße. Soll ich mal gucken, ob bei Google, ob da wirklich keine Ampeln stehen. Zu spät. Hätte da ein bisschen früher einfallen können, ne? Nächste Haltestelle, Kärntner Ring. Und jetzt treffen wir eigentlich auf etwas, was auch neu ist auf der Karte, was funktionieren soll. Die Straßenbahn. Ich selber habe es noch nicht gefahren. Hatte sie auch nur in Videos bisher gesehen. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Meine nicht, dass es jetzt nicht bei OMSI 2 da möglich ist, mit der Straßenbahn zu fahren. Das ist schon eine tolle Sache, aber... ich hoffe, dass da noch Mods rauskommen, womit man die vorhandene aus dem Wien-Add-on ersetzen kann. Weil die Freigabe, soweit ich weiß, sich so erstreckt, dass wirklich die kompletten Texturen übernommen werden müssen. Und naja, die sind nicht gerade besonders prall, da es ja eigentlich ein KI-Fahrzeug ist. Guten Tag. Tag. Und die 380er Linien sind schon Gelsenkirchener Linien. Nächste Haltestelle: Gelsenkirchen, Burer Straße. Interessanterweise. Als wir diese Preview gehabt haben, die Fahrt, da habe ich wirklich die Wiener Straßenbahn gesehen. Und hier steht jetzt wieder die Berliner rum. Ach, ich muss in die Busspur rein, okay. In die Busspur, neben die Bahn, na super. Tag. Hallo. Ein Fahrschein bitte. Guten Tag. Auch wieder Hallo. Mit dem Zehner. Herrschaftszeiten.
So, angefordert haben wir es. Oh, wir haben Verfrühung. Hurra, hurra. Der Bubenuck. Nein. Also auf jeden Fall ab bei 2,55 habe ich die Straßenbahn fahren sehen, die Wiener. Und zwar so in Dreifachtraktion, dass sie die Kreuzung blockiert haben, dass man da nicht mehr rumgekommen ist. Nächste Haltestelle, Kärntner Ring. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen-Burer Straße. Nächste Haltestelle, Schloss Horst. So, Schloss Horst. Damit sind wir dann, wenn ich an der Haltestelle angekommen bin, Ende Part 2. Zeit rast ja dann doch ganz schön. So, das ist dann da drüben. Und da werde ich dann meine Verfrühung, je nachdem wie die Ampel jetzt umschaltet, abwarten. Und dann würden wir uns in Part 3 wiedersehen für die letzte Etappe. Bis jetzt hatten wir verkehrstechnisch sogar noch ganz gut Glück. Da ist nicht großartig was unterwegs gewesen. Während ich die Massen hier abfertige, macht ihr erstmal eine Pause. Hallo. Ein Fahrschein. Eine Fahrkarte bitte. Dankeschön.